An einem ungewöhnlich heißen Frühlingstag erschienen bei Sonnenuntergang auf dem Moskauer Patriarchenteich-Boulevard zwei Männer. Der eine, etwa 40 Jahre alt, trug einen mausgrauen Sommeranzug, war von kleinem Wuchs, dunkelhaarig, wohlgenährt und hatte eine Glatze. Seinen gediegenen Hut, der wie ein Brötchen aussah, hielt er in der Hand und das glattrasierte Gesicht war mit einer überdimensionalen schwarzen Hornbrille geschmückt. Der andere, ein breitschultriger junger Mann mit wirbligem, rötlichem Haar, hatte die gewürfelte Sportmütze in den Nacken geschoben und trug ein kariertes Hemd, zerknautschte weiße Hosen und schwarze Turnschuhe. Der erste war niemand anderer als Michail Alexandrowitsch Berlioz, Chefredakteur einer dickleibigen Literaturzeitschrift. Und Vorsitzender einer der größten Moskauer Literatenassoziationen, abgekürzt Masolit. Sein junger Begleiter war der Lyriker Iwan Nikolajewitsch Panirev. Pseudonym Biasdomny. Es ist nun an der Zeit, die erste Merkwürdigkeit dieses entsetzlichen Maiabends zu erwähnen. In der ganzen Allee, die parallel zur kleinen Bronnaja-Straße lief, war keine Menschenseele zu sehen. In einer Stunde, in der wohl keiner mehr die drückende Luft atmen mochte und die Sonne, nachdem sie Moskau durchgeglüht hatte, im trockenen Dunst irgendwo hinterm Sadowoje-Ring wegsackte, kam niemand unter die Linden, saß niemand auf den Bänken und die Allee war menschenleer. Nachdem die beiden Schriftsteller den Schatten der grünknospenden Linden erreicht hatten, stürzten sie sich als erstes auf ein bunt gestrichenes Bütchen mit der Aufschrift Bier und diverse Mineralwasser. Narsan, bitte. Haben wir nicht. Haben Sie Bier? Bier kommt erst noch. Und was haben Sie da? Aprikosenlimonade. Aber die ist warm. Na los, geben Sie her. Geben Sie her. Bitte. Die Aprikosenlimonade warf reichlichen gelben Schaum und in der Luft verbreitete sich Friseurladengeruch. Als die beiden Schriftsteller ausgetrunken hatten, bekamen sie den Schluck auf. Sie zahlten und setzten sich auf eine Bank, das Gesicht dem Teich, den Rücken der kleinen Bronnaja-Straße zugekehrt. In diesem Moment ereignete sich die zweite Merkwürdigkeit. Sie betraf jedoch nur Berlioz. Er hörte plötzlich auf zu schlucken. Sein Herz hämmerte und verschwand für einen Moment. Dann kehrte es zurück, doch steckte jetzt eine stumpfe Nadel darin. Überdies wurde er von einer grundlosen, aber so heftigen Angst gepackt, dass er am liebsten Hals über Kopf davongelaufen wäre. Wehmütig schaute er hinter sich und begriff nicht, was ihn ängstigte. Er erblasste und wischte sich mit dem Taschentuch die Stirn. Was hab ich bloß? Mein Herz macht Dummheiten. Sowas kenne ich doch gar nicht. Ich bin überarbeitet. Vielleicht sollte ich alles stehen und liegen lassen und nach Kislowodsk abhauen. Da plötzlich gerann vor seinen Augen die glühend heiße Luft zu einem durchsichtigen Mann von sehr merkwürdigem Aussehen. Auf dem kleinen Kopf saß eine Jockeymütze und er trug ein fipsiges, luftiges, kariertes Jäckchen. Er war über 2 Meter groß, aber schmal in den Schultern, unsäglich mager und seine Visage, wohlbemerkt, grinste fies. Berlioz Leben war bislang so verlaufen, dass er absonderliche Erscheinungen nicht gewohnt war. Er wurde noch käsiger. Bestürzt riss er die Augen weit auf. Was ist das? Oder wer? Das kann doch nicht wahr sein. Doch, oh weh, es stimmte. Und der lange Kerl, durch den man hindurchsehen konnte, wiegte sich, über der Erde schwebend, vor ihm hin und her. Da ergriff das Entsetzen Berlioz dermaßen, dass er die Augen zukniff. Als er sie wieder öffnete, war alles vorbei. Das Dunstbild war zerflattert, der Karierte verschwunden und die stumpfe Nadel aus dem Herzen gesprungen. Den Deibel auch. Weißt du, Iwan, ich hätte doch eben beinahe den Hitzschlag gekriegt. Was? Ist das wahr? Sogar eine Art Halluzination habe ich gehabt. Er versuchte ein Lachen, aber in seinen Augen flirrte noch die Unruhe und seine Hände flatterten.
Allmählich aber beruhigte er sich, wedelte sich mit dem Taschentuch Kühlung zu und setzte seine Ausführungen fort, die von der Aprikosenlimonade unterbrochen worden waren. Die Ausführungen drehten sich, wie man später erfuhr, um Jesus Christus. Die Sache war die, dass der Redakteur bei dem Lyriker für die nächste Nummer seines Journals ein großes antireligiöses Poem bestellt hatte. Besdomney hatte das Poem verfertigt und das in sehr kurzer Zeit. Doch bedauerlicherweise stellte es den Redakteur in keiner Weise zufrieden. Der Lyriker hatte die Hauptperson, Jesus also, in sehr schwarzen Farben gemalt, doch nichtsdestoweniger musste nach Meinung des Redakteurs das Poem völlig neu geschrieben werden. Jetzt hielt er dem Poeten eine Art Vorlesung über Jesus, um ihm seinen Grundfehler zu verdeutlichen. Schwer zu sagen, was Besdomney in die Irre geführt hatte, die Gestaltungskraft seines Talents oder seine völlige Unkenntnis des Stoffs, über den er schrieb, jedenfalls war Jesus bei ihm sehr lebendig geraten, wenn auch alles andere als sympathisch. Berlioz wollte nun dem Lyriker beweisen, dass es gar nicht darum ging, ob Jesus schlecht oder gut gewesen sei, sondern darum, dass er als Persönlichkeit nie existiert hatte und dass alle Erzählungen über ihn schlicht Erfindungen, gewöhnliche Mythen seien. Und die Hinrichtung Jesu in den berühmten Annalen von Tacitus, was ist damit? Eine Fälschung, sag ich dir, nichts weiter als eine Fälschung. Der Lyriker, dem all das neu war, hörte Berlioz aufmerksam zu und blickte ihn dabei mit seinen flinken grünen Augen an. Nur ab und zu, wenn ihn der Schluck aufbeutelte, schmähte er flüsternd die Aprikosenlimonade. Weißt du, Ivan, es gibt keine einzige östliche Religion, in der nicht eine unbefleckte Jungfrau einen Gott zur Welt gebracht hätte. Die Christen haben sich gar nichts Neues ausgedacht, sondern ihren Jesus, der in Wirklichkeit nie gelebt hat, genauso geschaffen. In dieser Richtung musst du den Hauptstoß führen. Berlioz' Stimme schallte durch die leere Allee, und je weiter er in das Gestrüpp eindrang, in das nur ein vorzüglich gebildeter Mensch eindringen kann, ohne sich den Hals zu brechen, desto mehr Reizvolles und Nützliches erfuhr der Lyriker über den ägyptischen Osiris, gnädigen Gott und Sohn Himmels und der Erden, und über den phönizischen Gott Tammuz und über Marduk, und sogar über den weniger bekannten, drohenden Gott Huitzilopochtli, den die alten Azteken in Mexiko einstmals sehr verehrt hätten. Da erschien in der Allee auf einmal ein Mann. In der Folgezeit, als es offen gestanden längst zu spät war, legten verschiedene Behörden Berichte mit einer Beschreibung dieses Mannes vor. Ein Vergleich der Berichte bringt Erstaunliches zutage. So heißt es in dem einen Bericht, der Mann sei klein, habe Goldzähne und lahme auf dem rechten Fuß. Ein anderer Bericht besagt, der Mann sei riesengroß, habe Platinkronen und lahme auf dem linken Fuß. Ein dritter teilt lakonisch mit, der Mann habe keine besonderen Kennzeichen. Allerdings taugen die Berichte samt und sonders nichts. Der Beschriebene lahmte überhaupt nicht und war weder klein noch riesig, sondern einfach groß. Was seine Zähne betrifft, so trug er links Platinkronen und rechts Goldkronen. Bekleidet war er mit einem teuren grauen Anzug und dazu passenden ausländischen Schuhen. Die graue Baskenmütze hatte er flott aufs Ohr geschoben und unterm Arm trug er einen Stock mit schwarzem Knauf in Form eines Pudelkopfes. Dem Aussehen nach war er etwas über 40. Der Mund war leicht schief, das Gesicht glatt rasiert, brünett. Das rechte Auge war schwarz, das linke aber grün. Die Brauen waren schwarz, doch saß die eine etwas höher als die andere. Kurzum, ein Ausländer. Als er an der Bank vorbeiging, auf der der Redakteur und der Lyriker saßen, warf er ihnen einen Seitenblick zu, blieb dann zwei Schritte weiter plötzlich stehen und setzte sich auf die Nachbarbank. Ein Deutscher. Eher ein Engländer, dass er nicht schwitzt mit den Handschuhen. Der Ausländer ließ den Blick über die hohen Häuser gleiten, die den Teich quadratisch säumten, und es war zu erkennen, dass er diese Gegend zum ersten Mal sah und dass sie ihn interessierte. Sein Blick verweilte auf den oberen Etagen, deren Fenster blendend hell die für immer aus Berlioz' Augen entschwindende Sonne reflektierten. Dann glitt er tiefer, dahin, wo die Fenster schon abendlich dunkelten. Der Mann lächelte nachsichtig, kniff die Augen ein, legte die Hände auf den Stockknauf und das Kinn auf die Hände. Du, Ivan, hast zum Beispiel die Geburt von Jesus, dem Sohn Gottes,
sehr schön und satirisch dargestellt. Aber das Pikante ist doch, dass vor Jesus schon eine ganze Reihe von Gottessöhnen geboren wurden. Etwa der phönizische Adonis, der phrygische Attis oder der persische Mithra. Doch nicht einer von ihnen wurde geboren. Und nicht einer von ihnen hat gelebt. Auch Jesus nicht. Und du hättest statt seiner Geburt oder meinetwegen statt der Anbetung der Könige lieber die dummen Gerüchte über diese Anbetung darstellen sollen. In deinem Poem kommt ja heraus, dass er tatsächlich geboren wurde. Besdomny machte einen Versuch, den peinigenden Schluck auf loszuwerden. Er hielt den Atem an, was jedoch noch qualvolleres und lauteres Hicken zur Folge hatte. In diesem Moment unterbrach Berlioz seine Ausführungen, denn der Ausländer hatte sich plötzlich erhoben und trat auf die beiden Schriftsteller zu. Sie sahen ihn verwundert an. Entschuldigen Sie bitte, wenn ich, ohne Sie zu kennen, mir die Freiheit nehme. Aber der Gegenstand Ihres wissenschaftlichen Gesprächs ist so interessant, dass er... Darf ich mich setzen? Bitte. Wenn ich mich nicht verhört habe, geruhten Sie zu sagen, dass Jesus überhaupt nicht auf der Welt war? Ja, ganz recht. Genau das habe ich gesagt. Ach, wie interessant. Was zum Donnerwetter will er eigentlich? Dachte Besdomny und runzelte die Stirn. Jetzt wandte sich der Fremde an ihn. Und Sie, waren Sie derselben Meinung wie Ihr Gesprächspartner? Voll und völlig. Frappierend. Entschuldigen Sie meine Aufdringlichkeit, aber habe ich Sie richtig verstanden, dass Sie auch nicht an Gott glauben? Ich schwöre Ihnen, dass ich's niemandem sagen werde. Ganz recht, wir glauben nicht an Gott, aber darüber kann man ganz frei sprechen. Sind Sie Atheisten? Ja, wir sind Atheisten. Oh, wie entzückend! In unserem Land verblüfft Atheismus niemanden. Die Mehrheit unserer Bevölkerung hat politisches Bewusstsein und glaubt schon lange nicht mehr an die Märchen über Gott. Da leistete sich der Ausländer folgendes Ding. Er stand auf, drückte dem verdutzten Redakteur die Hand und sprach dazu die Worte: Gestatten Sie mir, Ihnen von ganzem Herzen zu danken. Wofür danken Sie ihm denn? Für die sehr wichtige Information, die mir als Fremdem ungemein interessant ist. Der kauzige Ausländer hob bedeutsam den Finger. Die wichtige Information schien ihn wirklich stark beeindruckt zu haben, denn er ließ den Blick erschrocken über die Häuser gleiten, als fürchte er, in jedem Fenster einen Atheisten zu entdecken. Nein, er ist kein Engländer, dachte Berlioz. Und Besdomny dachte, ich möchte bloß wissen, wo der sein Russisch her hat. Aber gestatten Sie mir eine Frage, wie steht es denn nun mit den Beweisen für die Existenz Gottes, von denen es bekanntlich 5 gibt? Ach je, diese Beweise sind allesamt nichts wert und die Menschheit hat sie längst zu den Akten gelegt. Mhm. Sie werden doch zugeben, dass es im Bereich der Vernunft einen Beweis für die Existenz Gottes gar nicht geben kann. Bravo! Sie wiederholen da genau den Gedanken des rastlosen alten Emanuel zu diesem Problem. Eines jedoch ist kurios. Er hat alle 5 Gottesbeweise restlos zerschlagen, hat aber dann, als ob er sich selbst verspotten wollte, einen eigenen 6. Gottesbeweis aufgestellt. Kants Gottesbeweis ist ebenfalls nicht zwingend. Nicht umsonst, sagte Schiller, Kants Schlussfolgerungen zu dieser Frage könnten allenfalls Sklaven zufriedenstellen. Mhm. Und Strauß hat sich über den Beweis nur amüsiert. Für solche Beweise müsste man in Kant 3 Jahre nach Solowki verbannen. Aber Ivan. Doch der Vorschlag, Kant nach Solowki zu schicken, hatte den Ausländer keineswegs befremdet, sondern förmlich entzückt. Und sein auf Berlioz gerichtetes grünes linkes Auge funkelte. Genau, genau, da gehört er hin. Ich hab ihm damals beim Frühstück gesagt, ich kann mir nicht helfen, aber Sie haben sich da was Ungereimtes ausgedacht, Professor. Es mag ja gescheit sein, ist aber völlig unverständlich. Man wird sich über Sie lustig machen. Berlioz quollen die Augen aus dem Kopf. Beim Frühstück? Kant? Was faselt er da? Dachte er. Aber, fuhr der Fremdling fort, ohne sich durch Berlioz' Verblüffung beirren zu lassen, und wandte sich dem Lyriker zu. Aber ihn nach Solowki zu verbannen, ist ganz unmöglich aus dem einfachen Grunde, weil er schon etwas über 100 Jahre in einer Gegend war, die bedeutend weiter entfernt ist als Solowki.
und aus der man ihn, ich versichere es Ihnen, unmöglich zurückholen kann. Schade. Finde ich auch. Aber jetzt beschäftigt mich eine Frage. Wenn es keinen Gott gibt, wer lenkt dann eigentlich das menschliche Leben und überhaupt den ganzen Ablauf auf der Erde? Der Mensch selber. Entschuldigung. Um das alles zu lenken, bedarf es schließlich eines genauen Planes für einen halbwegs angemessenen Zeitraum. Gestatten Sie zu fragen, wie soll ein Mensch das alles lenken, wenn er nicht nur der Möglichkeit ermangelt, einen Plan selbst für eine so lächerliche Frist von, sagen wir, 1000 Jahren aufzustellen, sondern auch nicht einmal sicher sein kann, was ihm selber der morgige Tag bringt? Wirklich, stellen Sie sich vor, Sie zum Beispiel fangen nun an, sich und andere zu lenken und Anordnungen zu treffen. Sie kommen sozusagen auf den Geschmack und plötzlich kriegen Sie ein Lungensarkom. Hier ließ der Unbekannte ein seltsames Kichern hören, als bereite ihm der Gedanke an das Lungensarkom Vergnügen, und wiederholte wie ein Kater blinzelnd das klangvolle Wort. Ja, ein Lungensarkom. Und schon ist es aus mit Ihrer Lenkerei. Kein fremdes Schicksal interessiert Sie mehr, nur noch Ihr eigenes. Ihre Angehörigen fangen an, Sie zu belügen. Da wird dann Sie Unrat laufen zu gelehrten Ärzten, dann zu Kurpfuschern und vielleicht auch zu Wahrsagerinnen. Wie das erste und zweite, so ist auch das dritte völlig sinnlos, das wissen Sie selber. Das Ganze endet tragisch. Der Mann, der noch vor kurzem etwas zu lenken wähnte, liegt plötzlich starr und steif in einer Holzkiste und seine Umgebung, wohl wissend, dass nichts Vernünftiges mehr von ihm zu erwarten ist, verbrennt ihn im Ofen. Manchmal kommt es noch schlimmer. Jemand hat sich gerade erst vorgenommen, nach Kislowodsk zu fahren. Eine lächerliche Sache, sollte man denken. Aber auch das bringt er nicht zu Wege, denn plötzlich rutscht er aus und gerät unter die Straßenbahn. Sie werden doch nicht behaupten, er selbst habe das so gefügt. Ist es nicht richtiger anzunehmen, dass ein anderer ihn so gelenkt hat? Berlioz hatte der hässlichen Erzählung vom Sarkom und von der Straßenbahn sehr aufmerksam gelauscht, und sorgenvolle Gedanken begannen ihn zu peinigen. Er ist kein Ausländer, dachte er. Er ist ein sehr sonderbares Subjekt. Aber wer ist er eigentlich? Plötzlich sagte der Unbekannte zu Bezdomny, dem die Zigaretten ausgegangen waren: »Ich sehe, Sie möchten rauchen. Welche Sorte?« »Wieso? Haben Sie mehrere bei sich?« »Welche rauchen Sie denn am liebsten?« »Nun denn, die Lieblingsmarke.« Sofort holte der Unbekannte ein Zigarettenetui aus der Tasche und bot es Bezdomny an. »Bitte, Lieblingsmarke.« Der Redakteur und der Lyriker waren nicht so sehr davon beeindruckt, dass das Etui ausgerechnet die Lieblingsmarke enthielt, wie von dem Etui selbst. Es war sehr groß und aus hochkarätigem Gold, und als der Unbekannte den Deckel aufklappte, sprühte ein Brillantendreieck blaues und weißes Feuer. Den beiden Schriftstellern gingen unterschiedliche Gedanken durch den Kopf. Berlioz? Doch, er ist ein Ausländer. Bezdomny? Zum Teufel mit ihm, oder? Der Lyriker und der Etui-Besitzer steckten sich Zigaretten an. Der Nichtraucher Berlioz hatte abgelehnt. Man müsste ihm so antworten, überlegte Berlioz. Ja, der Mensch ist sterblich, das bestreitet ja auch niemand. Aber die Sache ist die, dass... Allein er kam nicht dazu, diese Worte auszusprechen, denn der Ausländer fing zu reden an. Tja, der Mensch ist sterblich. Aber das wäre nicht so schlimm. Schlimm ist, dass er bisweilen sehr plötzlich stirbt. Da liegt der Hase im Pfeffer. Nie kann er sagen, was er noch am selben Abend tun wird. Na, das ist ja nun übertrieben. Den heutigen Abend kann ich mehr oder weniger genau voraussehen. Natürlich, wenn mir in der kleinen Brunner ja ein Ziegelstein auf den Kopf fällt. Von nichts und wieder nichts fällt keinem ein Ziegelstein auf den Kopf, insbesondere Ihnen nicht. Das kann ich Ihnen versichern. Sie werden eines anderen Todes sterben. Vielleicht wissen Sie sogar, welchen Todes. Können Sie es mir sagen? Gern. Eins, zwei, Merkur im zweiten Haus, der Mond ist untergegangen, 6, Unglück abends, 7. Ihnen wird der Kopf vom Rumpf getrennt.
Mit weit aufgerissenen Augen, mit irrem und bösem Blick glotzte Bezdomny den dreisten Ausländer an, und Berlioz fragte mit schiefem Grinsen: Wer wird denn das tun? Feinde? Interventen? Nein, eine russische Frau, eine Komsomolzin. Das ist aber, entschuldigen Sie, ziemlich unwahrscheinlich. Ich bitte auch um Entschuldigung, aber es ist so. Ja, ich möchte Sie gerade herausfragen, wenn's kein Geheimnis ist. Was haben Sie heute Abend vor? Es ist kein Geheimnis. Ich gehe jetzt nach Hause in die Sadowaja und um 10 Uhr abends findet in der Masoliet eine Sitzung statt, in der ich präsidieren werde. Nein, das kann nicht sein. Ja, warum nicht? Weil Anuschka Sonnenblumenöl gekauft hat und nicht nur gekauft, sondern auch bereits verschüttet. Darum wird die Sitzung nicht stattfinden. Nach diesen Worten trat unter den Linden begreiflicherweise Schweigen ein. Berlioz starrte den Ausländer, der solchen Unsinn von sich gab, an. Entschuldigen Sie, was hat das mit Sonnenblumenöl zu tun? Und wer ist dieser Anuschka? Folgendes hat das mit Sonnenblumenöl zu tun. Waren Sie, Bürger, schon einmal in einer Klinik für Geisteskranke? Aber Ivan... War ich. Mehr als einmal. Wo war ich nicht schon überall? Nur schade, dass ich nie Zeit fand, den Professor zu fragen, was Schizophrenie ist. Das müssen Sie ihn schon selber fragen, Ivan Nikolajewitsch. Der Ausländer war keineswegs beleidigt, sondern lachte höchst vergnügt. Doch seine Augen, die er auf den Lyriker heftete, lachten nicht mit. Woher wissen Sie denn, wie ich heiße? Ich bitte Sie, Ivan Nikolajewitsch, wer kennt Sie nicht? Der Ausländer zog die gestrige Nummer der Literaturzeitung aus der Tasche und Bezdomny erblickte gleich auf der ersten Seite sein Bild und darunter einige seiner Gedichte. Doch dieser Beweis für seinen Ruhm und seine Popularität, der ihn auch gestern erfreut hätte, ließ ihn jetzt kalt. Verzeihung. Könnten Sie einen Moment warten? Ich möchte meinem Kollegen nur ein paar Worte sagen. Oh, mit Vergnügen. Es ist so schön hier unter den Linden und ich habe Zeit. Der Lyriker zog Berlioz zur Seite und raunte: Hör mal, Mischa. Hör mal, Mischa, der ist kein Tourist, sondern ein Spion. Ein russischer Immigrant, der zu uns eingeschleust wurde. Frag ihn doch gleich einmal nach seinen Papieren, sonst entkommt er noch. Meinst du? Glaub mir, der spielt nur den Dummen, um aus uns was rauszulocken. Du hörst doch, wie gut er Russisch spricht. Los, wir müssen ihn festhalten, sonst haut er ab. Der Lyriker zog Berlioz an der Hand zur Bank zurück. Der Unbekannte stand jetzt vor der Bank und hatte ein dunkelgrau gebundenes Büchlein, einen festen Umschlag aus gutem Papier und eine Visitenkarte in der Hand. Verzeihen Sie, dass ich im Eifer unseres Disputs vergessen habe, mich Ihnen vorzustellen. Hier ist meine Karte, mein Pass und die Einladung, zu einer Konsultation nach Moskau zu kommen. Der Unbekannte sprach gewichtig und blickte die beiden Schriftsteller durchdringend an. Die wurden verlegen. Zum Teufel, er hat alles gehört, dachte Berlioz und deutete mit weltmännischer Geste an, dass die Vorlage der Papiere überflüssig sei. Während der Ausländer sie dem Redakteur unter die Nase hielt, hatte der Lyriker auf der mit fremdländischen Schriftzeichen bedruckten Visitenkarte das Wort Professor und den Anfangsbuchstaben des Nachnamens, ein V, ausgespäht. Sehr angenehm. Der Ausländer schob die Dokumente in die Tasche zurück. Die Beziehungen waren somit wiederhergestellt und alle drei nahmen auf der Bank Platz. Sie sind als Konsultant zu uns eingeladen worden, Professor? Ja, als Konsultant. Sind Sie Deutscher? Ich? Ja, ich bin wohl Deutscher. Sie sprechen prima Russisch. Oh, ich bin überhaupt ein Polyglotte und beherrsche sehr viele Sprachen. Was sind Sie von Beruf? Ich bin Spezialist für schwarze Magie. In der hiesigen Staatsbibliothek sind echte Handschriften des Schwarzkünstlers Gébert d'Aurillac aus dem 10. Jahrhundert entdeckt worden. Die soll ich entziffern. Ich bin der einzige Spezialist auf der Welt. Ah, Sie sind Historiker. Ja, ich treibe Geschichte. Heute Abend wird an den Patriarchenteichen eine sehr interessante Geschichte passieren. Wieder waren der Redakteur und der Lyriker äußerst befremdet. Der Professor aber winkte beide zu sich heran, und als sie sich zu ihm beugten, flüsterte er:
Ich sage Ihnen, Jesus hat existiert. Sehen Sie, Professor, wir achten Ihre großen Kenntnisse, aber in dieser Frage stehen wir auf einem anderen Standpunkt. Es bedarf keines Standpunkts. Er hat schlicht existiert und basta. Aber das muss doch irgendwie bewiesen werden. Es bedarf keines Beweises. Das ist alles ganz einfach angetan. Mit einem blutrot gefütterten weißen Umhang. Angetan. Mit schlurfendem Kavalleristengang. Umhang, mit schlurfendem Kavalleristengang. Erschien eines frühen Morgens. Erschien eines frühen Morgens am 14. des Frühlingsmonats Nisan im überdachten Säulengang zwischen den beiden Flügeln des Palastes Herodes des Großen, der Prokurator von Judäa, Pontius Pilatus. Nichts auf der Welt verabscheute der Prokurator so sehr wie den Geruch von Rosenöl. Und jetzt stand ein schlechter Tag zu erwarten, denn dieser Geruch verfolgte ihn schon seit Tagesanbruch. Es dünkte dem Prokurator, dass die Palmen und Zypressen im Garten den Rosengeruch ausströmten und dass auch dem Schweiß und Ledermief seiner Eskorte dieses verfluchte Arom beigemengt war. Zweites Kapitel: Pontius Pilatus. Angetan mit einem blutrot gefütterten weißen Umhang, mit schlurfendem Kavalleristengang, erschien eines frühen Morgens am 14. des Frühlingsmonats Nisan, im überdachten Säulengang zwischen den beiden Flügeln des Palastes Herodes des Großen, der Prokurator von Judäa, Pontius Pilatus. Nichts auf der Welt verabscheute der Prokurator so sehr wie den Geruch von Rosenöl. Und jetzt stand ein schlechter Tag zu erwarten, denn dieser Geruch verfolgte ihn schon seit Tagesanbruch. Es dünkte dem Prokurator, dass die Palmen und Zypressen im Garten den Rosengeruch ausströmten und dass auch dem Schweiß und Ledermief seiner Eskorte dieses verfluchte Arom beigemengt war. Von den Seitengebäuden hinter dem Palast, wo die mit dem Prokurator nach Jerschalaim gekommene erste Kohorte der 12. Blitzlegion einquartiert war, zog leichter Rauch über die obere Gartenterrasse in den Säulengang. Und in dem etwas bitteren Rauch, der bezeugte, dass die Köche der Zenturien schon das Mittagsmahl bereiteten, war auch etwas von dem fettigen Rosenduft. O, ihr Götter, wofür straft ihr mich? Ja, kein Zweifel, da ist sie wieder. Die unbesiegliche, furchtbare Krankheit, die Hernikranie, bei der nur eine Hälfte des Kopfes schmerzt. Es gibt kein Mittel gegen sie, keine Rettung vor ihr. Ich werde versuchen, den Kopf stillzuhalten. Auf dem Mosaikpflaster beim Springbrunnen stand schon ein Sessel für ihn bereit. Ohne jemanden anzusehen, ließ sich der Prokurator darauf nieder und streckte die Hand zur Seite. Ehrerbietig legte ihm der Sekretär ein Stück Pergament in die Hand. Der Prokurator überflog es flüchtig, wobei er eine schmerzliche Grimasse nicht unterdrücken konnte. Dann reichte er es dem Sekretär zurück. Der Untersuchungsgefangene aus Galiläa. Habt ihr die Akte an den Tetrarchen geschickt? Ja, Prokurator. Und? Er hat sich geweigert, sich zu dem Fall zu äußern und hat das vom Synedrion verhängte Todesurteil hergeschickt, damit sie es bestätigen. Man führe mir den Beschuldigten vor. Alsbald brachten zwei Legionäre einen Mann von vielleicht 27 Jahren von der Gartenterrasse her zum Balkon in der Mitte des Säulengangs und stellten ihn vor den Sessel des Prokurators. Der Mann war bekleidet mit einem uralten, verschlissenen blauen Chiton. Seinen Kopf bedeckte ein weißer Verband mit einem Riemen um die Stirn. Seine Hände waren auf dem Rücken gefesselt. Unterm linken Auge saß ein großer blauer Fleck. Und der Mundwinkel war eingerissen und blutverkrustet. Mit unruhiger Neugier blickte der Gefangene den Prokurator an. Der saß reglos wie aus Stein.
Nur seine Lippen bewegten sich ein wenig, indes er sprach. Das kam, weil er Angst hatte, den in höllischem Schmerz lodernden Kopf auch nur zu neigen. Du also hast das Volk aufgewiegelt, den Tempel von Jaschalaim zu zerstören. Guter Mensch, glaub mir. Du redest mich mit guter Mensch an. Du irrst. In Jaschalaim flüstert man sich zu, ich sei ein grausames Ungeheuer, und das ist vollkommen richtig. Centurio, rattenschlechter zu mir. Jedermann dünkte es, dass der Säulengang sich verdunkelte, als der Centurio Marcus von der ersten Zenturie, genannt Rattenschlechter, vor dem Prokurator Aufstellung nahm. Rattenschlechter überragte auch den größten Soldaten der Legion noch um Haupteslänge und hatte so breite Schultern, dass er die noch niedrig stehende Sonne verdeckte. Dieser Verbrecher nennt mich guter Mensch. Führen Sie ihn für einen Moment hinweg und erklären Sie ihm, wie man mit mir zu reden hat. Aber schlagen Sie ihn nicht zum Krüppel. Alle außer dem reglosen Prokurator blickten Marcus Rattenschlechter nach, als er dem Gefangenen mit einem Wink bedeutete, ihm zu folgen. Überhaupt blickte man ihm stets nach, wo immer er sich zeigte, seines Riesenwuchses wegen. Und wer ihn zum ersten Mal sah, tat es auch deshalb, weil sein Gesicht verunstaltet war. Einst hatte eine Germanenkeule ihm die Nase zertrümmert. Die schweren Stiefel des Marcus krachten über das Mosaikpflaster. Der Gefesselte ging lautlos hinter ihm her. Im Säulengang trat völliges Schweigen ein. Und es war zu hören, wie die Tauben auf der Gartenterrasse gurrten und das Wasser im Springbrunnen sein melodisches, versonnenes Lied sang. Der Prokurator wäre am liebsten aufgestanden und hätte die Schläfe unter den Wasserstrahl gehalten. Allein er wusste, das würde ihm nicht helfen. Marcus Rattenschlechter führte den Gefangenen aus dem Säulengang in den Garten, nahm dem Legionär, der zu Füßen einer Bronzestatue stand, die Peitsche aus der Hand und schlug sie, ohne sonderlich auszuholen, dem Arrestanten um die Schultern. Seine Bewegung war leicht und lässig, aber der Gefesselte stürzte sofort zu Boden, als habe man ihm die Beine weggehauen, schnappte nach Luft, jegliche Farbe wich ihm aus dem Gesicht und seine Augen blickten irr. Nur mit der linken Hand, leicht wie einen leeren Sack, hob Marcus den Gestürzten hoch, stellte ihn auf die Füße und sagte mit schlechter Aussprache des Aramäischen: Der römische Prokurator ist mit Hegemon anzureden. Keine anderen Wörter sagen. Stillstehen. Hast du mich verstanden oder soll ich dich schlagen? Ich habe dich verstanden. Schlag mich nicht. Gleich darauf stand er wieder vor dem Prokurator. Name? Mein Name? Meiner ist mir bekannt. Stell dich nicht dümmer, als du bist, denn dein. Jeschua. Hast du einen Beinamen? Ja, Al-Nusri. Woher bist du gebürtig? Aus der Stadt Gamala. Von wem stammst du ab? Das weiß ich nicht genau. Ich kann mich meiner Eltern nicht erinnern. Man hat mir gesagt, mein Vater sei ein Syrer gewesen. Wo bist du zu Hause? Ich habe kein Zuhause. Ich ziehe von Stadt zu Stadt. Das hättest du auch mit einem Wort sagen können. Du bist ein Landstreicher. Hast du Verwandte? Ich habe niemanden. Ich bin allein auf der Welt. Kannst du lesen und schreiben? Ja. Beherrschst du noch eine Sprache außer der aramäischen? Ja, die griechische. Eines der geschwollenen Lider hob sich. Ein vom Schmerz verschleierter Blick heftete sich auf den Gefangenen. Das andere Auge blieb geschlossen. Pilatus sagte auf Griechisch: Also, du hattest die Absicht, den Tempel zu zerstören und hast das Volk dazu aufgewiegelt. Nie im Leben. Nie im Leben, Hegemon, habe ich die Absicht gehabt, den Tempel zu zerstören, und ich habe auch niemanden zu solch sinnlosem Tun angestiftet. Viele Menschen strömen zum Pessachfest in diese Stadt. Unter ihnen sind Magier, Astrologen, Wahrsager und Mörder. Es sind aber auch Lügner unter ihnen. Du zum Beispiel bist ein Lügner. Da steht es deutlich geschrieben. Er hat das Volk aufgewiegelt, den Tempel zu zerstören. So bezeugen es die Menschen. Diese guten Menschen, Hegemon, haben nichts begriffen und bringen alles durcheinander, was ich gesagt habe. Ich fange an zu befürchten, dass diese Verwirrung noch sehr lange währen wird. Alles rührt daher, dass er falsch aufschreibt, was ich sage.
Ich wiederhole dir, aber zum letzten Mal, hör auf, dich dumm zu stellen, Verbrecher. Es steht nicht viel über dich geschrieben, aber das reicht hin, dich zu hängen. Nein, nein, Hegemon. Da läuft einer unablässig mit dem Ziegenpergament hinter mir her und schreibt. Ich habe einmal hineingeschaut und war entsetzt. Nichts von all dem, was dort geschrieben steht, habe ich je gesagt. Angefleht habe ich ihn. Verbrenne dein Pergament, ich bitte dich. Er aber hat es mir aus der Hand gerissen und ist davongelaufen. Wer ist der Mann? Levi Matthäus, er war Zolleinnehmer. Und ich bin ihm zum ersten Mal auf der Straße nach Bethanien begegnet, da, wo die Ecke eines Feigengartens hervortritt. Und wir kamen ins Gespräch. Zuerst behandelte er mich feindselig und beleidigte mich gar. Das heißt, er wähnte mich zu beleidigen, indem er mich Hund nannte. Ich finde nichts Hässliches an diesem Tier, um darüber beleidigt zu sein. Allein nachdem er mich angehört hatte, wurde er freundlicher und zum Schluss warf er das Geld auf die Straße und sagte, er wolle mit mir ziehen. Das Geld sei ihm fortan verhasst. Seither ist er mein Begleiter. Der Sekretär hatte aufgehört zu schreiben und schickte heimlich einen verwunderten Blick, aber nicht auf den Gefangenen, sondern auf den Prokurator. Pilatus grinste über eine Wange, entblößte dabei sein gelbes Gebiss und sagte dann, sich mit dem ganzen Rumpf dem Sekretär zuwendend, »O du Stadt Jascherleim, was bekommt man in dir nicht alles zu hören? Haben Sie gehört? Ein Zöllner wirft Geld auf die Straße.« Der Sekretär, der keine Antwort wusste, hielt es für angebracht, das Lächeln des Pilatus zu erwidern. Mit noch immer gefletschten Zähnen sah der Prokurator den Gefangenen an. Dann blickte er zur Sonne, die unaufhaltsam über den Pferdestandbildern der fernen Rennbahn rechts drunten aufstieg. Es dünkte dem Prokurator, dass die Palmen und Zypressen im Garten den Rosengeruch ausströmten und dass auch dem Schweiß und Ledermief seiner Eskorte dieses verfluchte Arom beigemengt war. Zweites Kapitel: Pontius Pilatus. Angetan mit einem blutrot gefütterten weißen Umhang, mit schlurfendem Kavalleristengang, erschien eines frühen Morgens am 14. des Frühlingsmonats Nisan, im überdachten Säulengang zwischen den beiden Flügeln des Palastes Herodes des Großen, der Prokurator von Judäa, Pontius Pilatus. Nichts auf der Welt verabscheute der Prokurator so sehr wie den Geruch von Rosenöl. Und jetzt stand ein schlechter Tag zu erwarten, denn dieser Geruch verfolgte ihn schon seit Tagesanbruch. Es dünkte dem Prokurator, dass die Palmen und Zypressen im Garten den Rosengeruch ausströmten und dass auch dem Schweiß und Ledermief seiner Eskorte dieses verfluchte Arom beigemengt war. Von den Seitengebäuden hinter dem Palast, wo die mit dem Prokurator nach Jerschalaim gekommene erste Kohorte der 12. Blitzlegion einquartiert war, zog leichter Rauch über die obere Gartenterrasse in den Säulengang. Und in dem etwas bitteren Rauch, der bezeugte, dass die Köche der Zenturien schon das Mittagsmahl bereiteten, war auch etwas von dem fettigen Rosenduft. »O ihr Götter, wofür straft ihr mich?« »Ja, kein Zweifel, da ist sie wieder. Die unbesiegliche, furchtbare Krankheit, die Hernikranie, bei der nur eine Hälfte des Kopfes schmerzt. Es gibt kein Mittel gegen sie, keine Rettung vor ihr.« »Ich werde versuchen, den Kopf stillzuhalten.« Auf dem Mosaikpflaster beim Springbrunnen stand schon ein Sessel für ihn bereit. Ohne jemanden anzusehen, ließ sich der Prokurator darauf nieder und streckte die Hand zur Seite. Ehrerbietig legte ihm der Sekretär ein Stück Pergament in die Hand. Der Prokurator überflog es flüchtig, wobei er eine schmerzliche Grimasse nicht unterdrücken konnte.
Dann reichte er es dem Sekretär zurück. Der Untersuchungsgefangene aus Galiläa. Habt ihr die Akte an den Tetrarchen geschickt? Abend kann ich mehr oder weniger genau voraussehen. Natürlich, wenn mir in der Kleinbrunner ja ein Ziegelstein auf den Kopf fällt. Von nichts und wieder nichts fällt keinem ein Ziegelstein auf den Kopf. Insbesondere Ihnen nicht. Das kann ich Ihnen versichern. Sie werden eines anderen Todes sterben. Vielleicht wissen Sie sogar, welchen Todes. Können Sie es mir sagen? Gern. Eins, zwei, Merkur im zweiten Haus. Der Mond ist untergegangen, 6 Unglück abends, 7. Ihnen wird der Kopf vom Rumpf getrennt. Mit weit aufgerissenen Augen, mit irrem und bösem Blick, glotzte Bisdomny den dreisten Ausländer an, und Berlioz fragte mit schiefem Grinsen: Wer wird denn das tun? Feinde? Interventen? Nein, eine russische Frau, eine Komsomolzin. Das ist aber, entschuldigen Sie, ziemlich unwahrscheinlich. Ich bitte auch um Entschuldigung, aber es ist so. Ja, ich möchte Sie gerade herausfragen, wenn es kein Geheimnis ist. Was haben Sie heute Abend vor? Es ist kein Geheimnis. Ich gehe jetzt nach Hause in die Sadowaja und um 10 Uhr abends findet in der Masoliet eine Sitzung statt, in der ich präsidieren werde. Nein, das kann nicht sein. Ja, warum nicht? Weil Anuschka Sonnenblumenöl gekauft hat und nicht nur gekauft, sondern auch bereits verschüttet. Darum wird die Sitzung nicht stattfinden. Nach diesen Worten trat unter den Linden begreiflicherweise Schweigen ein. Berlioz starrte den Ausländer, der solchen Unsinn von sich gab, an. Entschuldigen Sie, was hat das mit Sonnenblumenöl zu tun? Und wer ist dieser Anuschka? Folgendes hat das mit Sonnenblumenöl zu tun. Waren Sie, Bürger, schon einmal in einer Klinik für Geisteskranke? Aber Ivan... War ich. Mehr als einmal. Wo war ich nicht schon überall? Nur schade, dass ich nie Zeit fand, den Professor zu fragen, was Schizophrenie ist. Das müssen Sie ihn schon selber fragen, Ivan Nikolajewitsch. Der Ausländer war keineswegs beleidigt, sondern lachte höchst vergnügt. Doch seine Augen, die er auf den Lyriker heftete, lachten nicht mit. Woher wissen Sie denn, wie ich heiße? Ich bitte Sie, Ivan Nikolajewitsch, wer kennt Sie nicht? Der Ausländer zog die gestrige Nummer der Literaturzeitung aus der Tasche und Bezdomny erblickte gleich auf der ersten Seite sein Bild und darunter einige seiner Gedichte. Doch dieser Beweis für seinen Ruhm und seine Popularität, der ihn auch gestern erfreut hätte, ließ ihn jetzt kalt. Verzeihung. Könnten Sie einen Moment warten? Ich möchte meinem Kollegen nur ein paar Worte sagen. Oh, mit Vergnügen. Es ist so schön hier unter den Linden und ich habe Zeit. Der Lyriker zog Berlioz zur Seite und raunte: Hör mal, Mischa. Hör mal. Das rechte Auge war schwarz, das linke aber grün. Die Brauen waren schwarz, doch saß die eine etwas höher als die andere. Kurzum, ein Ausländer. Als er an der Bank vorbeiging, auf der der Redakteur und der Lyriker saßen, warf er ihnen einen Seitenblick zu, blieb dann 2 Schritte weiter plötzlich stehen und setzte sich auf die Nachbarbank. Ein Deutscher. Eher ein Engländer, dass er nicht schwitzt mit den Handschuhen. Der Ausländer ließ den Blick über die hohen Häuser gleiten, die den Teich quadratisch säumten, und es war zu erkennen, dass er diese Gegend zum ersten Mal sah und dass sie ihn interessierte. Sein Blick verweilte auf den oberen Etagen, deren Fenster blendend hell die für immer aus Berlioz' Augen entschwindende Sonne reflektierten. Dann glitt er tiefer, dahin, wo die Fenster schon abendlich dunkelten. Der Mann lächelte nachsichtig, kniff die Augen ein, legte die Hände auf den Stockknauf und das Kinn auf die Hände. Du, Ivan, hast zum Beispiel die Geburt von Jesus, dem Sohn Gottes, sehr schön und satirisch dargestellt. Aber das Pikante ist doch, dass vor Jesus schon eine ganze Reihe von Gottessöhnen geboren wurden. Etwa der phönizische Adonis, der phrygische Attis oder der persische Mithra. Doch nicht einer von ihnen wurde geboren. Und nicht einer von ihnen hat gelebt. Auch Jesus nicht. Und du hättest statt seiner Geburt oder meinetwegen statt der Anbetung der Könige lieber die dummen Gerüchte über diese Anbetung darstellen sollen. In deinem Poem kommt ja heraus, dass er tatsächlich geboren wurde.
Besdomny machte einen Versuch, den peinigenden Schluck auf loszuwerden. Er hielt den Atem an, was jedoch noch qualvolleres und lauteres Hicken zur Folge hatte. In diesem Moment unterbrach Berlioz seine Ausführungen, denn der Ausländer hatte sich plötzlich erhoben und trat auf die beiden Schriftsteller zu. Sie sahen ihn verwundert an. Entschuldigen Sie bitte, wenn ich, ohne Sie zu kennen, mir die Freiheit nehme. Aber der Gegenstand Ihres wissenschaftlichen Gesprächs ist so interessant, dass er... Darf ich mich setzen? Bitte. Wenn ich mich nicht verhört habe, geruhten Sie zu sagen, dass Jesus überhaupt nicht auf der Welt war? Ja, ganz recht. Genau das habe ich gesagt. Ach, wie interessant. Was zum Donnerwetter will er eigentlich? Dachte Besdomny und runzelte die Stirn. Jetzt wandte sich der Fremde an ihn. Und Sie, waren Sie derselben Meinung wie Ihr Gesprächspartner? Voll und völlig. Frappierend. Entschuldigen Sie meine Aufdringlichkeit, aber habe ich Sie richtig verstanden? In diesem Moment ereignete sich die zweite Merkwürdigkeit. Sie betraf jedoch nur Berlioz. Er hörte plötzlich auf zu schlucken. Sein Herz hämmerte und verschwand für einen Moment. Dann kehrte es zurück, doch steckte jetzt eine stumpfe Nadel darin. Überdies wurde er von einer grundlosen, aber so heftigen Angst gepackt, dass er am liebsten Hals über Kopf davongelaufen wäre. Wehmütig schaute er hinter sich und begriff nicht, was ihn ängstigte. Er erblasste und wischte sich mit dem Taschentuch die Stirn. Was hab ich bloß? Mein Herz macht Dummheiten. Sowas kenne ich doch gar nicht. Ich bin überarbeitet. Vielleicht sollte ich alles stehen und liegen lassen und nach Kislovodsk abhauen. Da plötzlich gerann vor seinen Augen die glühend heiße Luft zu einem durchsichtigen Mann von sehr merkwürdigem Aussehen. Auf dem kleinen Kopf saß eine Jockeymütze, und er trug ein fipsiges, luftiges, kariertes Jäckchen. Er war über 2 Meter groß, aber schmal in den Schultern, unsäglich mager, und seine Visage, wohlbemerkt, grinste fies. Berlioz' Leben war bislang so verlaufen, dass er absonderliche Erscheinungen nicht gewohnt war. Er wurde noch käsiger. Bestürzt riss er die Augen weit auf. Was ist das? Oder wer? Das kann doch nicht wahr sein. Doch, oh weh, es stimmte. Und der lange Kerl, durch den man hindurchsehen konnte, wiegte sich, über der Erde schwebend, vor ihm hin und her. Da ergriff das Entsetzen Berlioz dermaßen, dass er die Augen zukniff. Als er sie wieder öffnete, war alles vorbei. Das Dunstbild war zerflattert, der Karierte verschwunden und die stumpfe Nadel aus dem Herzen gesprungen. Den Deibel auch. Weißt du, Ivan, ich hätte doch eben beinahe den Hitzschlag gekriegt. Was? Ist das wahr? Sogar eine Art Halluzination habe ich gehabt. Er versuchte ein Lachen, aber in seinen Augen flirrte noch die Unruhe und seine Hände flatterten. Allmählich aber beruhigte er sich, wedelte sich mit dem Taschentuch Kühlung zu und setzte seine Ausführungen fort, die von der Aprikosenlimonade unterbrochen worden waren. Die Ausführungen drehten sich, wie man später erfuhr, um Jesus Christus. Die Sache war die, dass der Redakteur bei dem Lyriker für die nächste Nummer seines Journals ein großes antireligiöses Poem bestellt hatte. Besdomny hatte das Poem verfertigt und das in sehr kurzer Zeit. Doch bedauerlicherweise stellte es den Redakteur in keiner Weise zufrieden. Der Lyriker hatte die Hauptperson in der kleinen Bronnayer Straße zugekehrt. In diesem Moment ereignete sich die zweite Merkwürdigkeit. Sie betraf jedoch nur Berlioz. Er hörte plötzlich auf zu schlucken. Sein Herz hämmerte und verschwand für einen Moment. Dann kehrte es zurück, doch steckte jetzt eine stumpfe Nadel darin. Überdies wurde er von einer grundlosen, aber so heftigen Angst gepackt, dass er am liebsten Hals über Kopf davongelaufen wäre. Wehmütig schaute er hinter sich und begriff nicht, was ihn ängstigte. Er erblasste
und wischte sich mit dem Taschentuch die Stirn. Was hab ich bloß? Mein Herz macht Dummheiten. Sowas kenne ich doch gar nicht. Ich bin überarbeitet. Vielleicht sollte ich alles stehen und liegen lassen und nach Kislowodsk abhauen. Da plötzlich gerann vor seinen Augen die glühend heiße Luft zu einem durchsichtigen Mann von sehr merkwürdigem Aussehen. Auf dem kleinen Kopf saß eine Jockeymütze und er trug ein fipsiges, luftiges, kariertes Jäckchen. Er war über 2 Meter groß, aber schmal in den Schultern, unsäglich mager und seine Visage, wohlbemerkt, grinste fies. Berlioz' Leben war bislang so verlaufen, dass er absonderliche Erscheinungen nicht gewohnt war. Er wurde noch käsiger. Bestürzt riss er die Augen weit auf. Was ist das? Oder wer? Das kann doch nicht wahr sein. Doch, oh weh, es stimmte. Und der lange Kerl, durch den man hindurchsehen konnte, wiegte sich, über der Erde schwebend, vor ihm hin und her. Da ergriff das Entsetzen Berlioz dermaßen, dass er die Augen zukniff. Als er sie wieder öffnete, war alles vorbei. Das Dunstbild war zerflattert, der Karierte verschwunden und die stumpfe Nadel aus dem Herzen gesprungen. Den Deibel auch. Weißt du, Iwan, ich hätte doch eben beinahe den Hitzschlag gekriegt. Was? Ist das wahr? Sogar eine Art Halluzination habe ich gehabt. Er versuchte ein Lachen, aber in seinen Augen flirrte noch die Unruhe und seine Hände flatterten. Allmählich aber beruhigte er sich, wedelte sich mit dem Taschentuch Kühlung zu und setzte seine Ausführungen fort, die von der Aprikosenlimonade unterbrochen worden waren. Die Ausführungen drehten sich, wie man später erfuhr, um Jesus Christus. Die Sache war die, dass der Redakteur bei dem Lyriker für die nächste Nummer seines Journals ein großes antireligiöses Poem bestellt hatte. Besdomne hatte das Poem verfertigt und das in sehr kurzer Zeit. Doch bedauerlicherweise stellte es den Redakteur in keiner Weise zufrieden und runzelte die Stirn. Jetzt wandte sich der Fremde an ihn. Und Sie, waren Sie derselben Meinung wie Ihr Gesprächspartner? Voll und völlig. Frappierend. Entschuldigen Sie meine Aufdringlichkeit, aber habe ich Sie richtig verstanden, dass Sie auch nicht an Gott glauben? Ich schwöre Ihnen, dass ich's niemandem sagen werde. Ganz recht, wir glauben nicht an Gott, aber darüber kann man ganz frei sprechen. Sind Sie Atheisten? Ja, wir sind Atheisten. Oh, wie entzückend! In unserem Land verblüfft Atheismus niemanden. Die Mehrheit unserer Bevölkerung hat politisches Bewusstsein und glaubt schon lange nicht mehr an die Märchen über Gott. Da leistete sich der Ausländer folgendes Ding. Er stand auf, drückte dem verdutzten Redakteur die Hand und sprach dazu die Worte: Gestatten Sie mir, Ihnen von ganzem Herzen zu danken. Wofür danken Sie ihm denn? Für die sehr wichtige Information, die mir als Fremdem ungemein interessant ist. Der kauzige Ausländer hob bedeutsam den Finger. Die wichtige Information schien ihn wirklich stark beeindruckt zu haben, denn er ließ den Blick erschrocken über die Häuser gleiten, als fürchte er, in jedem Fenster einen Atheisten zu entdecken. »Nein, er ist kein Engländer«, dachte Berlioz. Und Besdomny dachte, ich möchte bloß wissen, wo der sein Russisch her hat. »Aber gestatten Sie mir eine Frage, wie steht es denn nun mit den Beweisen für die Existenz Gottes, von denen es bekanntlich 5 gibt?« »Ach je, diese Beweise sind allesamt nichts wert, und die Menschheit hat sie längst zu den Akten gelegt. Mhm. Sie werden doch zugeben, dass es im Bereich der Vernunft einen Beweis für die Existenz Gottes gar nicht geben kann.« »Bravo! Sie wiederholen da genau den Gedanken des rastlosen alten Emanuel zu diesem Problem. Eines jedoch ist kurios. Er hat alle 5 Gottesbeweise restlos zerschlagen, hat aber dann, als ob er sich selbst verspotten wollte, einen eigenen 6. Gottesbeweis aufgestellt. Kants Gottesbeweis ist ebenfalls nicht zwingend. Nicht umsonst, sagte Schiller, Kants Schlussfolgerungen zu dieser Frage könnten allenfalls Sklaven zufriedenstellen. Mhm. Und Strauß hat sich über den Beweis nur amüsiert. Für solche Beweise müsste man in Kant 3 Jahre nach Solowki verbannen. Aber Iwan. Doch der Vorschlag, Kant nach Solowki zu schicken, hatte den Ausländer keineswegs befremdet, sondern förmlich entzückt. Und sein auf Berlioz gerichtetes grünes linkes Auge funkelte.
Genau, genau, da gehört er hin. Ich hab ihm damals beim Frühstück gesagt, ich kann mir nicht helfen, aber Sie haben sich da was Ungereimtes ausgedacht, Professor. Es mag ja gescheit sein, ist aber völlig unverständlich. Man wird sich über Sie lustig machen. Berlioz, Kants Schlussfolgerungen zu dieser Frage könnten allenfalls Sklaven zufriedenstellen. Mhm. Und Strauß hat sich über den Beweis nur amüsiert. Für solche Beweise müsste man in Kant 3 Jahre nach Solowki verbannen. Aber Iwan. Doch der Vorschlag, Kant nach Solowki zu schicken, hatte den Ausländer keineswegs befremdet, sondern förmlich entzückt. Und sein auf Berlioz gerichtetes grünes linkes Auge funkelte. Genau, genau, da gehört er hin. Ich hab ihm damals beim Frühstück gesagt, ich kann mir nicht helfen, aber Sie haben sich da was Ungereimtes ausgedacht, Professor. Es mag ja gescheit sein, ist aber völlig unverständlich. Man wird sich über Sie lustig machen. Berlioz quollen die Augen aus dem Kopf. Beim Frühstück? Kant? Was faselt er da? Dachte er. Aber, fuhr der Fremdling fort, ohne sich durch Berlioz' Verblüffung beirren zu lassen, und wandte sich dem Lyriker zu. Aber ihn nach Solowki zu verbannen, ist ganz unmöglich aus dem einfachen Grunde, weil er schon etwas über 100 Jahre in einer Gegend weilt, die bedeutend weiter entfernt ist als Solowki. Und aus der man ihn, ich versichere es Ihnen, unmöglich zurückholen kann. Schade, finde ich auch. Aber jetzt beschäftigt mich eine Frage. Wenn es keinen Gott gibt, wer lenkt dann eigentlich das menschliche Leben und überhaupt den ganzen Ablauf auf der Erde? Der Mensch selber. Entschuldigung. Um das alles zu lenken, bedarf es schließlich eines genauen Planes für einen halbwegs angemessenen Zeitraum. Gestatten Sie zu fragen, wie soll ein Mensch das alles lenken, wenn er nicht nur der Möglichkeit ermangelt, einen Plan selbst für eine so lächerliche Frist von, sagen wir, 1000 Jahren aufzustellen, sondern auch nicht einmal sicher sein kann, was ihm selber der morgige Tag bringt? Wirklich, stellen Sie sich vor, Sie zum Beispiel fangen nun an, sich und andere zu lenken und Anordnungen zu treffen. Sie kommen sozusagen auf den Geschmack und plötzlich kriegen Sie ein Lungensarkom. Hier ließ der Unbekannte ein seltsames Kichern hören, als bereite ihm der Gedanke an das Lungensarkom Vergnügen und wiederholte wie ein Kater blinzelnd das klangvolle Wort. Ja, ein Lungensarkom. Und schon ist es aus mit ihrer Lenkerei. Kein fremdes Schicksal interessiert sie mehr, nur noch ihr eigenes. Ihre Angehörigen fangen an, sie zu belügen. Da wird dann sie Unrat laufen zu gelehrten Ärzten, dann zu Kurpfuschern und vielleicht auch zu Wahrsagerinnen. Wie das erste und zweite, so ist auch das dritte völlig sinnlos, das wissen Sie selber. Das Ganze endet tragisch. Der Mann, der noch vor kurzem etwas Monats Nissan im überdachten Säulengang zwischen den beiden Flügeln des Palastes Herodes des Großen, der Prokurator von Judäa, Pontius Pilatus. Nichts auf der Welt verabscheute der Prokurator so sehr wie den Geruch von Rosenöl. Und jetzt stand ein schlechter Tag zu erwarten, denn dieser Geruch verfolgte ihn schon seit Tagesanbruch. Es dünkte dem Prokurator, dass die Palmen und Zypressen im Garten den Rosengeruch ausströmten und dass auch dem Schweiß und Ledermief seiner Eskorte dieses verfluchte Arom beigemengt war. Zweites Kapitel: Pontius Pilatus. Angetan mit einem blutrot gefütterten weißen Umhang, mit schlurfendem Kavalleristengang, erschien eines frühen Morgens am 14. des Frühlingsmonats Nisan im überdachten Säulengang zwischen den beiden Flügeln des Palastes Herodes des Großen der Prokurator von Judäa, Pontius Pilatus.
Nichts auf der Welt verabscheute der Prokurator so sehr wie den Geruch von Rosenöl. Und jetzt stand ein schlechter Tag zu erwarten, denn dieser Geruch verfolgte ihn schon seit Tagesanbruch. Es dünkte dem Prokurator, dass die Palmen und Zypressen im Garten den Rosengeruch ausströmten und dass auch dem Schweiß- und Ledermief seiner Eskorte dieses verfluchte Arom beigemengt war. Von den Seitengebäuden hinter dem Palast, wo die mit dem Prokurator nach Jerschalaim gekommene erste Kohorte der 12. Blitzlegion einquartiert war, zog leichter Rauch über die obere Gartenterrasse in den Säulengang. Und in dem etwas bitteren Rauch, der bezeugte, dass die Köche der Zenturien schon das Mittagsmahl bereiteten, war auch etwas von dem fettigen Rosenduft. »Oh, ihr Götter, wofür straft ihr mich?« »Ja, kein Zweifel, da ist sie wieder. Die unbesiegliche, furchtbare Krankheit, die Hernikranie, bei der nur eine Hälfte des Kopfes schmerzt. Es gibt kein Mittel gegen sie, keine Rettung vor ihr.« »Ich werde versuchen, den Kopf stillzuhalten.« Auf dem Mosaikpflaster beim Springbrunnen stand schon ein Sessel für ihn bereit. Ohne jemanden anzusehen, ließ sich der Prokurator darauf nieder und streckte... »Ausländer, bis Domne, zum Teufel mit ihm, oder?« Der Lyriker und der Etui-Besitzer steckten sich Zigaretten an. Der Nichtraucher Berlioz hatte abgelehnt. »Man müsste ihm so antworten«, überlegte Berlioz. »Ja, der Mensch ist sterblich, das bestreitet ja auch niemand. Aber die Sache ist die, dass...« Allein er kam nicht dazu, diese Worte auszusprechen, denn der Ausländer fing zu reden an. »Tja, der Mensch ist sterblich. Aber das wäre nicht so schlimm. Schlimm ist, dass er bisweilen sehr plötzlich stirbt. Da liegt der Hase im Pfeffer. Nie kann er sagen, was er noch am selben Abend tun wird.« »Na, das ist ja nun übertrieben. Den heutigen Abend kann ich mehr oder weniger genau voraussehen. Natürlich, wenn mir in der Kleinbrunner ja ein Ziegelstein auf den Kopf fällt.« »Von nichts und wieder nichts fällt keinem ein Ziegelstein auf den Kopf, insbesondere Ihnen nicht. Das kann ich Ihnen versichern. Sie werden eines anderen Todes sterben.« »Vielleicht wissen Sie sogar, welchen Todes. Können Sie es mir sagen?« »Gern. Eins, zwei, Merkur im zweiten Haus, der Mond ist... untergegangen, sechs Unglück abends, sieben. Ihnen wird der Kopf vom Rumpf getrennt.« Mit weit aufgerissenen Augen, mit irrem und bösem Blick, glotzte Bisdomny den dreisten Ausländer an, und Berlioz fragte mit schiefem Grinsen: »Wer wird denn das tun? Feinde? Interventen?« »Nein, eine russische Frau, eine Komsomolzin.« »Das ist aber, entschuldigen Sie, ziemlich unwahrscheinlich.« »Ich bitte auch um Entschuldigung, aber es ist so. Ja, ich möchte Sie gerade herausfragen, wenn es kein Geheimnis ist. Was haben Sie heute Abend vor?« »Es ist kein Geheimnis. Ich gehe jetzt nach Hause in die Sadowaja und um 10 Uhr abends findet in der Masoliet eine Sitzung statt, in der ich präsidieren werde.« »Nein, das kann nicht sein.« »Ja, warum nicht?« »Weil... Anuschka Sonnenblumenöl gekauft hat und nicht nur gekauft, sondern auch bereits verschüttet. Darum wird die Sitzung nicht stattfinden.« Nach diesen Worten trat unter den Linden begreiflicherweise Schweigen ein. Berlioz starrte den Ausländer, der solchen Unsinn von sich gab, an. »Entschuldigen Sie, was hat das mit Sonnenblumenöl zu tun? Und wer ist dieser Anuschka?« »Folgendes hat das mit Sonnenblumenöl zu tun. Waren Sie, Bürger, schon einmal in einer Klinik für Geisteskranke?« »Aber Ivan...« »War ich. Mehr als einmal. Wo war ich nicht schon überall? Nur schade, dass ich nie Zeit fand, den Professor zu fragen, was Schizophrenie ist. Das müssen Sie ihn schon selber fragen, Ivan Nikolajewitsch.« Der Ausländer war keineswegs beleidigt, sondern lachte höchst vergnügt. Doch seine Augen, die er auf den Lyriker heftete,